Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Zu einem wichtigen Thema, das ich natürlich auch immer wieder per PN bekomme, über Facebook, über YouTube, über Google+. Und da ich nicht die Zeit habe, alle E-Mails zu beantworten, beziehungsweise detailliert auch zu beantworten, ihr wisst, dass ich keine pauschalen Aussagen mache, befeuere ich natürlich meinen Social-Media-Kanal YouTube und Facebook, meine Facebook-Fanseite, meine Google-Seite ordentlich mit Material, ordentlich mit Infos, sodass ihr Fehler, die ich und schon viele Tausende vor euch begangen habe, nicht begeht. Und eine sehr oft und sehr häufig gestellte Frage ist die Frage, ich bin Anfänger, mit was fange ich am besten an zu trainieren, welches ist die beste Trainingsmethode für mich? Da gibt es natürlich ganz klare Aussagen, und zwar als Anfänger, der überhaupt noch keinen Fokus auf Krafttraining hat, der das überhaupt nicht kennt, der seinen Körper natürlich noch jungfräulich ist, was Krafttraining anbetrifft, der sollte sich auf jeden Fall mal eine Eintrainingszeit gönnen von 8, 10, 12 Wochen, wo er in der Regel natürlich so weit wie möglich maschinenorientiert trainiert. Maschinenorientiert heißt, dass man natürlich hier im Fitnessstudio vorrangig die Maschinen nutzt. Warum? Es sollte erstmal in der Anfangszeit überhaupt mal ein Körpergefühl aufgebaut werden. Ein Körpergefühl, was Belastung anbetrifft, was Gewichte anbetrifft, das dauert eben eine gewisse Zeit. In guten Studios gibt es, so hoffe ich doch, den ein oder anderen guten Training, der eben seine Anfänger an die Hand nimmt und entsprechend natürlich hier einen Einsteigerplan erstellt mit vielen maschinengestützten Übungen. Da ist der Bewegungsablauf vorgeschrieben, das heißt zum Einsteigen optimales Training, weil natürlich hier die Bewegungen etwas einfacher zu strukturieren sind. Ein Training für einen Einsteiger ist in der Woche, so wenn es geht, optimal 3x45 bis 60 Minuten. Es sollte, wenn möglich, der gesamte Körper durchtrainiert werden. Es sollten, wenn möglich, noch nicht Spezialübungen ausgeführt werden. Das heißt, für die Beine die Beinpresse, auch mal den Beinstrecker und den Beinbeuger. Für den Rücken die Latzug-Varianten von oben in verschiedenen Griffweiten. Für die Brust eine Butterfly, eine Bankdrückemaschine. Für die Schulter eine Schulterdrückmaschine. Für ein Bizeps eine Bizepsmaschine, Trizepsmaschine, also relativ einfache Dinge, um einfach mal ein gewisses Körpergefühl zum Krafttraining aufzubauen. Ab wann der Anfänger dann mehr sich im Freihandelbereich aufhalten sollte, ist natürlich so jetzt sehr schwer pauschal zu beantworten. Warum? Weil es natürlich verschiedene Bewegungstalente gibt. Es gibt die sogenannten Outdoor-Kinder, die sich natürlich sehr viel draußen aufgehalten haben, die sind natürlich sehr stark konfrontiert mit allen möglichen Bewegungen, auf Bäume klettern, Fahrrad fahren, Skateboard fahren, Mountainbike springen und so weiter und so fort. Die haben natürlich in der Regel ein besseres Bewegungsgeschick wie die sogenannten Home-Kinder, die sogenannten Computer-Kinder, die sogenannten Zocker-Kinder, die natürlich letztendlich noch keine große Summe an Erfahrungen, an körperlichen Erfahrungen, was Bewegung anbetrifft, gesammelt haben. Somit kann sein, dass man mit dem einen, den Trainierenden, schon nach 8 bis 10 bis 12 Wochen vermehrt in den Freihandeltrainingsbereich gehen kann und ein anderer braucht wesentlich länger. Wenn ein Fitnesstrainer, ein guter Fitnesstrainer vor Ort ist, der hat seine Trainierenden im Auge und sieht natürlich ganz genau anhand von Bewegungsmuster, ab wann der Trainierende in den Bereich des Freihandeltrainings übergehen kann. Das wesentlich wertvollere Training auf Dauer wird immer das freie Training sein, weil hier natürlich das Wichtigste, das Gehirn, wesentlich mehr Arbeit leisten muss und wir natürlich, bedingt durch das Bewegen von Materie, von Masse im freien Raum, die Stabilisatoren mitbenutzen müssen. Und somit natürlich ganz klar, freies Training, auf jeden Fall das wertvollere Training, aber erst dann, wenn ich ein gewisses Körpergefühl habe. Zusätzlich bitte an alle Anfänger. Auch im Bergsteigen beginnt man mit den kleinen Bergen und fängt nicht gleich am Mount Everest an mit Spezialübungen. Ich sehe immer wieder Anfänger, die dann spezielle Übungen machen für die Bizephöhe, für spezielle Übungen für den inneren Bereich vom Rücken unterm Schulterblatt bzw. mittlerer Rücken mit Spezialübungen, dann auch Brustübungen, Spezialkabelzugübungen. Das sind alles Dinge, die sind in der Regel kommen viel zu früh. Das heißt, erarbeitet euch erstmal eine Basic mit den einfachen Übungen und dann arbeitet euch Stück für Stück nach vorne. Nach einer gewissen Zeit solltet ihr euch hauptsächlich mit Freihandübungen beschäftigen und hauptsächlich mit Mehrgelenksübungen. Alles Weitere kann man wirklich nur detailliert dann erläutern bzw. als Info geben, wenn man die Person vor Augen hat.
Ich hoffe, dass ich euch hiermit schon mal ein paar Infos geben konnte, mit was ihr am besten anfängt. Somit wünsche ich euch viel Spaß als Anfänger bei diesem Training. Überfordert euch nicht. Seid nicht übermotiviert, geht nicht 7x2 Stunden in der Woche ins Fitnessstudio, das bringt nämlich überhaupt gar nichts, sondern arbeitet euch langsam Step by Step rein in die Thematik. Bis dahin, alles Gute, Andreas Triebenbacher, Personal aus Karlsruhe. Deine Fitness, auch als Anfänger, meine Aufgabe.